Hey Skat-Freunde, Freitag, das ist traditionell der Tag, an dem wir in die Analyse einsteigen, in die Tiefe gehen von einer einzelnen Partie, Stich für Stich durchschauen. Und sehr häufig lohnt es sich natürlich, die Rätsel zu nutzen und diese hier einmal durchzuspielen und zu schauen, kann man denn auf die Züge auch am echten Tisch kommen? Was ist da eigentlich dran? Was ist der Clou? Und wir schauen uns jetzt die Perle der letzten Woche an. Keine Gnade von unserem Junioren-Einzel- und Mannschaftsmeister Theo. Schwierigkeit nur 2, aber das täuscht ja manchmal ein bisschen. Es sind schon einige gute Entscheidungen, die man hier treffen muss. Und was haben wir eigentlich? Vorhand ist mit einem guten Ansatz ohne Gegenreizung ans Spiel gekommen und hat gedrückt wie gefunden. Logischerweise, diese Rätsel basieren auf echt gespielten Partien. Und daher auch der Hinweis, ja, hat schon nicht gut gefunden. Umso bitterer, wenn er dann gleich verliert. Obwohl 4 Trümpfe dagegen stehen, wird dieser typische 6 Trümpfe am echten Tisch wohl meist gewonnen. Also, es ist schon wieder der typische 6 Trümpfer. Aber das ist natürlich auch das häufigste Spiel. 6 Trümpfer mit einem Drilling an der Seite und einer Single-Karte. Und diese Kenntnis, das sollte man als Skatspieler einfach wissen. Und dann kann man auch seine Gegenstrategie schon so ein bisschen daraufhin ausrichten. Also, dein Gegenblatt macht Lust, dieses Spiel näher zu betrachten. Gemeint ist sicher, dass wir hier nur einen Trumpf haben und der Kreuz-Buben-Aufschlag von Vorhand ist vielleicht auch ein Stück weit zweifelhaft. Glücklich, wenn er gegen Trumpf 4-1 läuft und dann die Trumpf 10 quasi blank steht. Jetzt in dem Fall nicht so glücklich, so wurde es aber im Original gespielt. Und jetzt an der Stelle übernimmt jetzt die Engine und spielt optimale Züge und fragt mit der Herz 7 im zweiten Stich erstmal unseren Partner, was der für ein Bild von diesem Spiel hat. Und der hat natürlich 4 Trumpf dagegen und man muss natürlich sagen, Herz 7, ja, mit der Dame schnippeln oder das Ass raufnehmen. Sehr häufig, wenn diese Lusche so früh im Spiel kommt, ist natürlich die 10 im Keller. Das wissen viele Skatspieler. Das kann natürlich dann auch wieder als Bluff benutzt werden und in dem Moment habe ich sie gerade mal oben. Ne? Wenn der Alleinspieler wirklich den Drilling, also die echte Stärke in Herz hat, dann wird er häufig jetzt aber eher den König ausspielen. Ne? Gut, wenn er ihn nicht hat, wenn er wirklich nur auf 7, 8, 9 steht, dann ist es ohnehin egal, aber wenn er, sagen wir mal, auf 7, 8, 10 oder 7, 9, 10 steht und öffnet jetzt schon im zweiten Stich die 7 und wir nehmen das Ass, sieht es vielleicht ein bisschen dusselig aus, aber ich glaube, beim Skat, wo die Informationen ja nicht vollständig sind, müssen wir eben auf Chancen und auf Muster irgendwo wetten. Und dann ist es schon, glaube ich, naheliegend hier, gerade wenn du selber die 4 Trümpfe hast, erstmal das Ass zu nehmen und eben darauf zu spekulieren, dass das genau die typische Blanke ist mit der 10 im Keller. Wenn sie blank wäre, ohne die 10 gedrückt, würde sie üblicherweise jetzt noch nicht auf den Tisch kommen. Also die Möglichkeit, dass die anderen sich da verschnippeln, weil die 10 gedrückt ist, die ist schon ein Grund, warum diese Lusche jetzt auch gespielt wird. Nimmt also das Ass und jetzt sind wir dran. Und ja, auch für uns ist die Entscheidung jetzt gar nicht so leicht. Ne? Man kann natürlich annehmen, dass 10 und Dame noch beim Alleinspieler sind, dann würde man eine Lusche geben. Man kann aber vielleicht auch am echten Tisch die Überlegung des Partners gespürt haben, mitbekommen haben. Der wird sicher das Ass nicht in einer Millisekunde draufgelegt haben. Also es kann schon deutlich sein, dass der Partner wohl auch noch einen weiteren Herz hat und dann ist die Entscheidung vielleicht schon gar nicht mehr ganz so leicht. Dann ist es vielleicht schon sehr naheliegend, erstmal den König zu legen. Das Entscheidende ist an der Stelle hier tatsächlich, dass der Spieler die Nerven behält, nenne ich es mal, oder auch eine sehr gute, zumindest mal in dieser Konstellation, die einzig richtige Entscheidung trifft und den König noch behält. Und zwar weniger, wenn das richtig die Übersicht hat, dann weiß er vielleicht schon, ich könnte den König behalten, um noch gegen die Dame beim Alleinspieler einen Stich zu machen. Ich kann aber den König auch behalten, um später von meinem Partner noch einmal angespielt zu werden, denn in Kreuz ist das mit 7 und 8 nicht so leicht möglich. Das Ass soll vielleicht geschmiert werden. Also sehr vorausschauend, einer der Züge, die es hier braucht, jetzt hier nur eine Lusche draufzulegen. So, jetzt unser Partner wieder. Blanke Karte. Auf den langen Weg
Sehr häufig eine gute Idee, manchmal umstritten, ob das mit vielen Trümpfen auch so gut ist. Natürlich trauen wir damit unserem Partner auch eine gewisse Stärke in Pik zu. Müssen wir sie ihm zutrauen. Wenn das die komplette Stärke des Alleinspielers ist, dann kann das auch verkehrt sein. Aber erneut, wir wetten auf Chancen, auf Wahrscheinlichkeiten, auf den langen Weg eine kurze Farbe zu spielen, ist sehr häufig gut und richtig. Jetzt sollten wir hier auf keinen Fall den König legen. Damit verschenken wir das Spiel erneut. Wir müssen schon hoffen, dass unser Partner noch ein bisschen Trumpfstärke hat, dass die Pik Dame jetzt wo auch die Blanke ist und wir dann zwei Stiche machen können. Also nicht hier dem Alleinspieler die vier Augen in den Rachen schmeißen und für später auch ein besseres Stellungsspiel erlauben, sondern Nerven bewahren, Lusche legen. Alleinspieler nimmt hier auch das Ass, weil die Engine mal zumindest weiß, dass sie sonst weniger bekommt, weil ihr sonst das Ass am Ende gegen die 4 Trumpf anbrennt. Also von daher so weit, so gut. Jetzt kommt hier der nächste Moment. Alleinspieler hat mitgenommen und spielt einen Bauern. Und jetzt kann der Spieler hier es halt wieder schon vermasseln, wenn er eben ausrechnet, da fehlen ja noch zwei Trumpfluschen, die hat beides der Alleinspieler. Wenn ich jetzt den Buben nicht nehme, bekomme ich später zwei Augen weniger. Ne? Genauso wie wir hier eben den Herzkönig erstmal die vier Augen vom König zurückgehalten haben, um später noch ein besseres Stellungsspiel zu haben, so muss jetzt unser Partner die zwei Augen in Trumpf laufen lassen. Also es ist schon das zweite Mal, dass hier im Prinzip erstmal stichbasiert gerechnet ein Opfer gebracht werden muss, die zwei Augen laufen gelassen werden müssen. Denn wenn ich mitnehme, dann kann ich natürlich nicht Trumpf abziehen, weil die Trumpf 10 dann verloren ist. Das ist der Unterschied. Wenn ich eben erstmal einmal laufen lasse, dann kann der Alleinspieler danach weiter Trumpf spielen, wird er auch idealerweise machen, wieder sich in Hinterhand setzen. Aber nach diesem ersten Trumpfstich, und jetzt ist natürlich hier klar, Kreuz Ass rein, wir haben schon Herz gesehen, wir haben schon Pik gesehen, jetzt ist Kreuz sicher die Stechfarbe, Kreuz Ass rein, kann jetzt eben vor der Übergabe in Herz der Abzug mit dem Buben erfolgen. Und jetzt haben wir quasi das dritte Mal so ein Punkteopfer. Der Spieler hier vorne darf jetzt keine der drei C-Karten versenken, die er in der Hand hat. Wenn er Pik 10 wimmelt, dann kommen wir auf 44. Der König macht noch einen Stich, aber mit Kreuz 10 reicht das halt nur für 58. Und der Herzkönig wurde ja aus gutem Grund für diese Übergabe aufbewahrt. Also in der Summe sind das jetzt schon sehr, sehr viele gute, richtige Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen und die auch von beiden Spielern so das Verständnis von dieser Spieltaktik voraussetzt, dass man eben nicht einfach immer nur die höchsten Karten ein bisschen wahllos reinpfeffert, sondern dass man sich Gedanken über das Gesamtbild macht und wie ist eigentlich der Siegplan. Und da muss der Spieler eben wieder rankommen, um mit Pik 10 und König auch ein oder zwei Stiche zu machen. Also jetzt eine Lusche. Ja, und dann haben wir es soweit fast aufgelöst. Jetzt kommt die Übergabe in Herz mit Dame und König, alles von langer Hand vorbereitet. Alleinspieler kann an der Stelle abwerfen oder auch stechen. Alles führt zum gleichen Ausgang. Ansonsten, wenn er gestochen hätte, hätten wir eben noch 14 Augen in Pik muss plus die 13 Augen in Kreuz gemacht. So machen wir die 7 Augen und jetzt die 20 Augen sind jeweils 27 Augen, sodass wir bei 61 landen. Und ja, 4 Trumpf dagegen, Pik zu dritt. Ne? Das sah ja auch von der Gegenverteilung schon so einigermaßen streng aus. Aber dennoch muss man sagen, hier muss wirklich alles auf den Punkt getroffen werden. Wir können hier mal ganz kurz in den Spielverlauf noch reinschauen, denn der Alleinspieler hat eben mit diesen 14 gedrückten Augen schon wirklich ein sehr, sehr überzeugendes Spiel. Und ja, ich gehe davon aus, am echten Skattisch wird das Spiel wirklich sicher so 80-90% gewonnen. Da hat natürlich auch der Alleinspieler eine Chance, irgendwo nicht optimal zu spielen, ne, das Spiel anders fortzusetzen. Aber wie gesagt, vielleicht sogar 95% aufwärts, dass dieses Spiel besteht, obwohl die Verteilung so einigermaßen giftig ist. Aber natürlich nicht hier. Und all diese kleinen taktischen Motive, die wir hier gesehen haben, die passen natürlich in der Summe wunderbar auf diese eine
Verteilung auf diesen einen Verlauf, aber die sind auch in der Einzelbetrachtung für viele andere Spiele natürlich hilfreich, ne? Zu wissen, am Anfang kommt die blanke Lusche, die 10 ist oft gedrückt. Rausnehmen ist schon sehr häufig die richtige Wette. Für den anderen Spieler Übergaben behalten, einen Gesamtplan machen, nichts wahllos durchwimmeln, sondern auch mal auf 2 oder auf 4 Augen erstmal gefühlt verzichten, opfern, um damit die Stellung vorzubereiten, um am Ende den Sack zuzumachen. Also, es sind einfach Perlen. Dieses Skatspiel ist einfach kompliziert, aber gleichzeitig wunderschön, gerade wenn so ein Plan dann gefasst wird und auch aufgeht. Hoffe, es hat euch Freude gemacht und wir sehen uns bald beim Skat. Bis dahin, wie immer, gut Blatt.